Herzlich willkommen zur Vorstellung von unserem neuen Chefcoach zur neuen Saison, Marek Mintal. Zu meiner rechten Seite Jörg Schmalfuß, Geschäftsführer. Zu meiner linken Seite Marek Mintal, der neue Chefcoach. Ja, Jörg, ich übergebe dir die ersten Worte. Das ist schön, danke schön, Alina. Auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen, darf man ja noch sagen, kurz vor 11 sogar, also haben extrem zeitig begonnen. Ja, vielen Dank, dass ihr alle da seid und ich freue mich natürlich heute unseren neuen Cheftrainer vorstellen zu dürfen, Marek Mintal. Ist uns wirklich gelungen, denke ich, einen absoluten Fachmann und auch Sinnbild für Neuanfang und Aufbruch hier zu holen. Marek, unser absoluter Wunschkandidat, glaube ich, im Fränkischen ist es nicht untertrieben, wenn wir sagen, eigentlich eine lebende Legende. Bin froh, dass du da bist. Marek, waren tolle Gespräche, werden wir sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen in Bayreuth. Dankeschön. Hallo, ahoi Leute. Ja, das ist eine gute Überleitung. Sagst du auch ein paar Worte zur Begrüßung? Ja, ich bin einfach froh und dankbar. Ich denke, ihr habt schon mitbekommen, letztes Jahr waren die ersten Gespräche zwischen Bayreuth und meine Persönlichkeit. Ein Jahr später habe ich das zweite Mal die Möglichkeit bekommen und die habe ich einfach genutzt, weil ich will gerne arbeiten. Fußball ist quasi für mich extrem viel. Ich will nicht sagen alles, weil die Familie ist, ich denke, das Wichtigste. Aber Fußball ist einfach mein Leben, mein Hobby, mein Job. Und ich freue mich einfach riesig, heute da zu sein und ab Trainingsstart 19.06. einfach alles für diesen Verein zu tun, zu machen. Ich muss mich bei die Leute, ist das Wolfgang Gruber, ist das Jörg oder Wolfgang Mahr, sich bedanken. Weil die Gespräche waren top, kurz, knackig und ich mag das einfach so, wie das alles war, wie das abgelaufen und wir sitzen heute da. Und nochmal, ich freue mich einfach riesig. Es gibt sicherlich viele Fragen eurerseits. Dementsprechend würde ich damit auch gleich anfangen. Wer hat denn eine Frage? Mit Handzeichen am besten melden. Hans Wunter von Anpfiff. Ja, Marek, Frage, du kommst ja vom 1. FC Nürnberg. Ist jetzt auch geplant oder zumindest angedacht, den ein oder anderen Spieler aus der Norris mitzunehmen oder zu verpflichten für die neue Saison? Gut, ich denke, ihr wisst, wie die Situation jetzt gerade ist. Das heißt, Jörg ist Tag für Tag mit den Spielern, jetzige Kader noch in die Gespräche. Das heißt, ich denke, passiert sich ein bisschen kleinere oder größere Umbruch in Mannschaft, aber das sagt ihr ein bisschen mehr dazu zu diesem Thema. Klar, meine Meinung, wenn wir sagen, Bayreuth, ihr kennt den Verein ein bisschen besser wie ich. Jeder weiß, was Bayreuth bedeutet für dieses Umfeld, was dieser Verein bedeutet für die Spieler und für die Zuschauer, aber auch für Trainer. Klar, wenn kommen eine oder andere Namen von diesem Verein, zum Beispiel wie FCN, und der Spieler hat echt Interesse und der passt einfach in Konstellation. Du, warum nein? Weil ich denke, meine Meinung, Bayreuth ist für jeder Spieler Top-Adresse und schauen wir mal, was passiert sich in die nächsten Tagen und Wochen. Jürgen Lenkert von der Bayreuther Sonntagszeitung. Marek, Sie sind selbst erfolgreicher Offensivspieler gewesen als Trainer. Ich glaube, es war die Saison 1920, die abgebrochen wurde, Regionalliga mit Nürnberg. Die standen offensiv auch damals sehr gut da. Können Sie uns Vorgeschmack geben auf die Marek-Mintal-Spielweise, auf die Mentalität? Ist es Offensivfußball oder welche Rolle spielt dann die Defensive, gerade mit Blick auf die Anzahl der Gegentore, vielleicht in der aktuellen Saison? Das ist immer eine sehr gute Frage, weil ich denke, jeder Trainer kriegt diese Frage, wie willst du spielen? Was für Tipp willst du? Bist du nur defensiv, willst du nur offensiv spielen? Weil was du quasi ganze Karriere offensive Spieler. Ich denke, ihr habt die Spiele von, wenn sage ich, U21 gesehen und beobachtet. Und ich bin Trainer, welcher gibt enorm Freiheit, die Spieler auf dem Platz. Enorm Freiheit. Warum soll ich einen Sportler, einen Fußballer in irgendwie eine Sache bremsen und sagen, das darfst du und das kannst du nicht. Andersrum. Jeder hat Qualität. Eine oder andere ist besser in die Defensive, eine oder andere ist besser in die Offensive. Aber nochmal, bei uns wird das so sein, wo wir einfach marschieren, alle zusammen, beide Richtungen. Und das ist defensiv und das ist offensiv.
Und das sieht man das auch in die Spiele. Klar, die wichtigste Frage ist, was für Material du hast, quasi Spieler, was für Qualität. Aber ich denke, dass in kürzerer Zeit kriegen wir alles hin. Und was wird wichtig sein, das muss unheimlich viel Spaß machen bei den Spielern, bei uns persönlich, Trainerteam. Aber für euch, Leute da draußen, das muss auch enorm viel Spaß machen und auch sein. Und das ist die Aufgabe. Wir wollen uns einfach sehr gut präsentieren. Und sage ich, ich liebe einfach Fußball so wie ist. Und die Spieler einfach zeigen, Woche für Woche, in welche Richtung das geht. Dirk Feustel, TV Oberfranken Sport. Hallo in die Runde, Marek. Wir kennen schon ein paar Jahre. Ich freue mich persönlich, dass du hier auf dem Trainerstuhl landest. Danke. Bevor ich eine Frage an dich habe, eine Bitte, dass bei etwaigen weiteren Spielerverpflichtungen nicht ein Medium bevorzugt wird mit einem Interview, dass das für alle gerecht ist. Und jetzt die Frage an dich, Marek. Es gibt sicher eine andere Erwartungshaltung, wie wenn ich Trainer wäre bei der Spielvereinigung Bayreuth. Wie gehst du mit der Erwartungshaltung um, sicher, die jetzt auch in deine Richtung geht? Du, ich bin ruhig entspannt. Was ich kann für mich sagen, ich freue mich einfach unheimlich. Das ist Fakt. Und ich will einfach Tag für Tag Top-Arbeit leisten. Das ist die offene Antwort von meiner Seite, weil ich war immer so wie Sportler, aber ich bin auch immer so wie Trainer. Das heißt, ich versuche für diesen Verein, für die Fans und für die Spieler und meine Kollegen und für die Leute im Verein einfach Tag für Tag Top-Arbeit leisten. Und das ist wichtig. Wenn wir das so sein, wird geil. Wenn das läuft, ein bisschen anders. Das gehört alles dazu. Aber was ich will, ich hoffe, wir bleiben offen, direkt. Und das ist für mich das Beste. Und natürlich, die Menschlichkeit muss da sein. Und dann, ne, Freunde sind da und ich freue mich nochmal. Das kann ich XY mal bestätigen. Aber Job, Arbeit, Fußball, es macht unheimlich viel Spaß. Weitere Fragen? Stefan Wolfrum, Nordbayerischer Kurier. Ja, Marek, hallo. Mich würde interessieren, ich nehme an, du hattest noch ganz andere Optionen vor der kommenden Saison. Was reizt dich denn an dieser Aufgabe hier in Bayreuth? Weshalb hast du dich entschieden, also für die Altstadt? Guter Verein, meine Meinung, sehr guter Verein mit Tradition. Wenn habe ich das wie Spieler erlebt? Der Bayreuth war für mich persönlich immer schwierige Gegner, fußballerisch schwierige Gegner. War hier immer sehr gutes Umfeld, sehr gute Atmosphäre. Später wie Trainer ein Top-Gegner, wo ich wie Trainer habe gesagt, geil. Wir haben wieder am Wochenende ein richtig, richtig gutes Spiel mit richtig guten Gegnern, mit richtig guter Atmosphäre. Und das war für mich Bayreuth. Und das wird auch die Aufgabe für mich, für uns einfach sein. Wo stehe ich jetzt auf die andere Seite? Und genau gleiche will ich tun wie damals. Das heißt, sehr gute Adresse mit Umfeld, mit Fans, mit Tradition. Jürgen Lenkheit. Sie haben gerade das Umfeld angesprochen. In dieser Saison wurde immer wieder mal über das Umfeld eben geschrieben, beziehungsweise ist klar, dass das im Vergleich zu anderen Drittligisten noch ein bisschen hinten an ist. Gab es im Vorfeld der Gespräche auch Punkte, wo man sagt, Zweijahresvertrag für Marek Mintal, man möchte die Strukturen im Profibereich dann für den Profibereich weiter vorantreiben, was Ihnen besonders wichtig ist? Stichwort Trainingsbedingungen. Für mich ist wichtig Material und Material ist für mich Mannschaft, das heißt der Kader, das ist das Wichtigste. Klar, die Jungs, welche waren vorletzte Saison in Bayreuth, die wissen, was ist einfach in Bayreuth. Die wissen, wie die Trainingsmöglichkeiten sind. Und wo war ich letztes Jahr da? Der Trainingsplatz war überragend. Die Kabinen sind okay. Und nochmal, ich will von Mannschaft, von den Spielern einfach sein, wenn jeder hat Tag für Tag extrem viel Lust. Und das, was ist daneben, der Spieler das soll akzeptieren.
Ist halt so. Fakt ist, die haben jetzt in einem Jahr in der dritten Liga eine oder andere Gelände, Stadion, Kabinen gesehen, wo die haben gesagt, schön, geil. Das ist einfach die Realität hier. Und nochmal, die Jungs, die sind nicht eine Stunde oder eine Minute in diesem Verein. Das heißt, für die Jungs ist das irgendwie Normalität. Jeder von uns träumt, ich will Jacuzzi, ich will Jura-Kaffeemaschine, aber das ist uninteressant. Wichtig ist der Platz und die Arbeit. Und ich denke, die Frage musst du vielleicht bei die Spieler stellen. Du, das ist, wenn soll ich von zu Hause jeden Tag zum Training fahren mit Klamotten, mache ich das. Das macht bei mir keinen Unterschied. Und für mich ist nochmal Wichtigste das, was passiert sich da draußen. Das sind Spieler und das ist Platz. Und mit sowas bin ich echt zufrieden. Christian Höret, Radio Manuelle. Von dem Medium, das angeblich bevorzugt worden ist, da muss ich aber mal ganz kurz den Verein in Schutz nehmen und auch mich, das können wir nachher klären. Das ist jetzt hier viel wichtiger, Marek Mintal ist da, freuen wir uns sehr. Marek, man hat ja gesehen, es war ein medialer Tsunami. Marek Mintal geht zur Spielvereinigung Bayreuth und man hat auch gesehen, wie sehr die Menschen dich mögen, wie sehr du Spuren hinterlassen hast, wie emotional das ist. Wie war es denn jetzt bei dir, seitdem das bekannt ist? Montag 18 Uhr, Sperrfrist, dass du jetzt Trainer wirst von der Spielvereinigung. Wie waren die Reaktionen? Wer hat sich bei dir gemeldet? Wie hast du das alles empfunden, dieses mediale Gewitter, im positiven Sinn? Ich denke, wichtigste Frage ist, ich war sofort von erster Sekunde oder von unserem ersten Gespräch einfach überzeugt. Das war nicht so, wo ich habe gesagt, okay, ich höre das zu, fahre ich nach, keine Ahnung, nach Bayreuth oder ich treffe mich mit Dierk und dann, naja, schauen wir mal, dann mache ich Handy aus und dann, ich melde mich nicht mehr. Andersrum. Andersrum. Und das, was war letztes Jahr und dieses Jahr, wir haben uns das zweite Mal gesehen, sage ich, die Gespräche waren perfekt, waren kurz, knackig, direkt, offen. Ich liebe sowas, so soll das auch sein und laufen. Und ich habe nicht lange überlegt. Ich habe nicht lange überlegt, weil wenn ich überlegt, viel zu lang, dann, ich hocke heute nicht da, vielleicht ist jemand andere da, aber mein Herz, mein Gefühl sagt, Junge, mach das. Mach das, weil die Menschen haben einfach Interesse. Und was ist aber Wichtigste? Ich habe selber die Interesse. Und das ist das Schöne, wo zwei Seiten sich treffen und die wollen den gleichen Weg gehen. Das heißt, ich habe nicht lange überlegt, ich habe nicht viel spekuliert, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe das einfach akzeptiert und richtig gute Entscheidung von meiner Seite. Das kann ich bestätigen. Wie oft hat das Telefon geklingelt seitdem? Ja, schon viel. Schon viel. Das ist aber schön. Das ist aber schön. Du kriegst echt enorm viele Nachrichten, wo die Leute sich einfach freuen. Und ich habe noch nichts geleistet und der andere, der freut sich für dich oder für mich persönlich. Und das ist schön. Das ist einfach schön, aber nochmal, 19.06. geht los und das wird richtig, richtig gut sein und schön sein. Weitere Fragen? Ja, Marek, vorhin im Halbsatz war die Rede von einem Trainerteam. Gibt es denn schon Co-Trainer, Assistenztrainer? Wie sieht das Trainerteam aus? Der Trainerteam will nicht groß sein. Nicht groß sein wird ein Co-Trainer, Torwarttrainer dabei, Athletiktrainer und das war's. Das war's, weil ich denke, das reicht. Klein, aber fein. Ich denke, wir sind, oder Jörg ist auch gerade mit den Leuten in Kontakt, wir sind in die Gespräche und das, was ich merke, hier außenrum, diese Menschlichkeit, genau gleiche will ich aber auch in die Trainerteam haben. Das heißt, ich suche die Menschen und die Trainer und die Kollegen, welche einfach passen. Ich arbeite enorm gerne mit den Menschen, ich liebe Menschen, sage ich so wie ist, das ist genau gleiche auch mit den Spielern. Und nochmal, in Kabine, neben Kabine, auf dem Platz muss einfach zwischen uns menschlich eine gute Atmosphäre sein und das ist für mich das Wichtigste. Und ich denke auch für die Führungsleute im Verein. Gibt es schon Namen? Es sind schon ein paar Namen, aber sage ich, ist noch keine, welche hat Vertrag unterschrieben. Das muss man auch offen sagen, noch nichts und die Gespräche laufen. Ja, das ist die Realität, das ist die Wahrheit. Weitere Fragen?
Christian Höret nochmal. Marek, du hast ja schon gesagt, Jörg hat momentan den Job mit den Spielern zu verhandeln. Und wen würdest du dir denn wünschen von der aktuellen Mannschaft? Bisschen undankbare Frage, aber wen würdest du dir denn wünschen unbedingt, dass der bleiben soll? Also, dass du zum Jörg sagst, Mensch, den müssen wir unbedingt halten. Ist immer schön für Trainer und ich denke auch für, zum Beispiel für Jörg. Wenn kommen Spieler und sagen, du pass auf, wir wollen gerne da bleiben. Und wenn sind das von jetzigen Kader, welche ist, keine Ahnung, 23, 24, wenn kommen vielleicht 13, 15, 16, die sagen, du pass auf, wir wollen diesem Verein wieder helfen, auch in die vierte Liga, wird das für uns alle ein bisschen einfacher. Das ist Fakt, das wissen wir. Wir wissen aber auch, wie die dritte Liga für einen Fußballer war. Die waren drin und die wollen auch gerne drin bleiben. Das heißt, das ist alles legitim, das ist okay. Aber nochmal, wenn nach die Gespräche sagen zum Jörg die Spieler, du pass auf, wir wollen da bleiben, sind die herzlich willkommen. Das ist so. Dann wir haben quasi, oder Jörg hat ein bisschen weniger zu tun. Ich will nicht sagen Stress, das nicht, aber ihr weißt, wie das ist. Dann muss man quasi mit XY-Leuten reden und sich beschäftigen. Klar. Keine Ahnung. Alina, was sagst du? Wie viele Spieler willst du behalten? Ach. Ja. Ach, keine Ahnung. Nimm mal nach. Nein. Nein, ein bisschen Spaß muss dabei sein, aber wenn die Hälfte bleibt, wird geil. Wenn die ganze Mannschaft bleibt, wunderbar. Aber wir wissen, das passiert sich wahrscheinlich nicht. Weitere Fragen? Das sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, bei Jörg, bei Marek und ich wünsche dann noch einen schönen Tag. Dankeschön. Dankeschön. Ciao, ciao.